Hallo, liebe Zuschauer, ich möchte Sie gerne mal mit reinnehmen hier. Ich bin auf so einem kleinen Spaziergang hier jetzt am Friedhof Hohenschönhausen, Alt-Hohenschönhausen. Also wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Sperrgebiet, da linke Hand Oranjesee und Obernsee, wo also die Rote Armee hier im Endkampf des Zweiten Weltkrieges hier ankam, also praktisch das Gebiet da oben beschlagnahmt und gerade Hand hier unten, wo ich arbeite. Also das war das ehemalige Sperrgebiet und wir sind jetzt hier in unmittelbarer Nähe. Und ich laufe hier gerne mal lang, weil hier ist gerade so ein bisschen ruhige Stimmung. Es soll Winter sein. Wir sind also am Wochenende jetzt hier im Januar 2021. Und ja, wahrscheinlich liegt in der sächsischen Heimat noch etwas mehr Schnee. Auf jeden Fall muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht Leuten begegne, die das komisch finden. Ja, aber was ist da geschehen? Also, das war also jene Geschichte, dass die Rote Armee dann dort, wo ich arbeite, was sie zum Sperrgebiet erklärt haben, eben da eine Suppenküche beschlagnahmt haben, verschiedenste Gewerbe, Industriegebäude und auch Wohngebäude und dann dort ein Untersuchungsgefängnis errichtet haben, was eben mit Häftlingen im Keller ausgebaut wurde mit 61 Zellen, wo dann im ersten Jahr sozusagen der Sowjets hier in Berlin 900 Menschen gestorben sind und da waren also noch mehr interniert. Was können wir daraus lernen, aus den Bezügen zur Geschichte? Natürlich, dass auch Nationalsozialisten, die dort eingesperrt wurden, die aus irgendwelchen Häusern hier gezerrt wurden und so weiter, dass natürlich auch die einem vernünftigen Verfahren zugeführt werden müssen und auch das Recht auf einen fairen Prozess sozusagen haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, natürlich, dass man die andere Seite auch würdevoll behandelt. Ja, das sehen wir jetzt ja wieder, dass wir zwei extreme Gruppen haben, gespaltene Gesellschaft. Ich sag mal, die Maßnahmenverfechter und die Maßnahmenkritiker. Die anderen Worte wollen wir jetzt mal gerne aussparen. Also zwei starke Pole, die sich gegenüberstehen und nicht mehr miteinander reden können. Und da ist natürlich wichtig, die andere Seite zu hören, weil die Maßnahmenverfechter sozusagen ja auch die Macht haben. Ja? Also das sind die politischen Akteure, die das auch durchsetzen, voll dahinter stehen und das alles umsetzen, die Macht haben. Und natürlich ist es dann einfach, sich der Macht auch sozusagen anzuschließen. Und in der Beziehung ist ja auch immer so, dass es zum Streit kommen kann und dann ist es vielleicht manchmal unerträglich, die andere Seite gar noch zu hören. Also schon allein das, Hand wechseln, schon allein das kann dann sehr, sehr nervig sein in einer Beziehung. Und da kommen wir halt zum Ertragen, also wo wir das tolle Fremdwort haben, tolerare, ja, ertragen, Toleranz, die hoch und viel gepriesene Toleranz, die man ja so vielerorts auf einmal scheinbar begraben hat, die sich vermissen lässt, ja. Also ich mache mir wirklich Sorgen gerade um den Zustand unserer Gesellschaft. Vielleicht wundern Sie sich, warum ich am 25.12. so ein Video hochgeladen habe. Das sind natürlich Versuche, dort auch meine Stimme mit hineinzubringen, um diesem Thema Gehör zu geben, weil wir gesellschaftliche Diskussionen brauchen, ja. Verordnungen und diktatorische Maßnahmen hin oder her. Manches sicherlich sinnvoll, manches eher nicht.
aber das braucht doch auch eine gesellschaftliche Diskussion, ja. Und diese Debattenräume möchte ich gerne suchen, oder die sind für mich einfach wichtig, spannend. Und dem will ich mich nicht entziehen. Ja, da habe ich also meine Videos hochgeladen. Vielleicht empfinden Sie das als blöd oder gar übergriffig. Ich versuche das eben aus meiner Perspektive zu beleuchten. Und zwar habe ich mal ein schönes Interview gehört. Da wurde so ein Wirtschaftsmann interviewt, der nun an der Rente dran ist und sein Leben lang sich nur mit Wirtschaftsthemen beschäftigt hat. Und die Moderatorin stellte dann sehr naiv, wirklich aus ihrer Sicht kommend, so eine Frage. Man merkte, sie ist irgendwie esoterisch angehaucht, und ja, der Wirtschaftsmann wusste gar nicht, was er sagen soll. Und war dann aber sehr diplomatisch und ist auf diese Frau eingegangen und hat gesagt, ja, ich kann sie total verstehen und ich finde es auch toll, dass sie sich so hier mit ihren Themen engagieren. Aber das sind halt meine Themen, die wirtschaftlichen, über die ich Bescheid weiß und worüber ich jetzt rede. Und in Zeiten dieser Krise einfach bringt eben jeder seine Expertise ein. So hat er das dann beendet. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Und mir ist natürlich bewusst, dass das Minderheitsmeinung ist, ja. Wenn ich hier jetzt über Glaubensbezug oder irgend sowas spreche, Sie dürfen da auch gerne natürlich ausschalten. Diese Videos sind daran zu erkennen, dass ich da also kein Foto als Thumbnail verwende und dass diese Videos demonetarisiert sind, dass da also keine Werbung läuft, dass ich da nur quatsche und nichts Geschnitztes gezeigt wird. Und wenn Sie das als übergriffig empfinden, verstehe ich es, wenn Sie ausschalten oder das nicht angucken. Aber dennoch finde ich es spannend, auch mal die Minderheitenmeinungen zu hören und auch mit reinzunehmen. Ja. Und das ist für mich auch so ein Lerneffekt, ja, in der aktuellen Debatte. Natürlich gibt es verfassungswidrige oder gewaltverherrlichende Meinungen, die natürlich vom Diskurs ausgeschlossen sein sollten, verständlicherweise. Aber da, wo ich mich jetzt so ein bisschen auskenne, das sind ja auch Themen, auf die unsere Kultur ganz stark fußt. Ja. Wenn Sie mal zurückschauen, beim Ersten Weltkrieg, da haben die verschiedensten Nationen gegeneinander gekämpft und dann lagen da auf den Schlachtfeldern zerfetzte Menschen. Und wenn da meinetwegen ein Amerikaner mit abgerissenem Arm da lag, dann kam das Rote Kreuz und hat den Deutschen, der daneben lag, verarztet und den Amerikaner genauso. Und da wurde also nicht unterschieden, da hat man nicht den Parteiausweis ausgepackt und hingezeigt, und da wurde jeder versorgt. Jeder Mensch hat Würde und darf sozusagen seiner Menschlichkeit zugeführt werden. Und also das vermisse ich gerade so ein bisschen, dass wir Debatten aufmachen, wo wir sagen, es soll eventuell Sonderrechte für Menschen geben, die sich eine Ampulle reinjagen lassen, um da irgendwie so einen Schutz zu erfahren, und alle anderen sind potenzielle Bösewichte und Gefährder. Also das ist ethisch sehr, sehr fragwürdig und zeugt auch von einem starken mechanistischen Weltbild. Ja. Ich habe da irgendwie so einen Defekt und dann wird das wieder repariert, oder der Defekt wird über die Maßen groß dargestellt, obwohl er vielleicht gar nicht so groß ist. Ja, oder es existiert gar kein Defekt. Also gerade für junge Menschen ist dieses Thema der aktuellen Erkrankung marginal. Ich sehe hier, dass sehr viele Menschen leiden, ja, dass sie unter den Maßnahmen leiden. Vielleicht fragen Sie sich auch, warum Berlin so wenig Kollateralschäden hat durch das entsprechende Virus. Das hängt natürlich auch damit zusammen, weil diese Stadt brutal jung ist und hier ganz viele junge Menschen sind. Und das für junge Menschen einfach mal keine Gefahr darstellt. Jedenfalls nicht so, wie das im Dauerfeuer der Medien propagiert wird. Das sehe ich absolut nicht so. Wenn Sie sich damit beschäftigt haben, kennen Sie sicherlich den renommierten Professor John Ioannidis von der renommierten Stanford University, also aus USA, Kalifornien. Dieser Mann ist einfach brillant. Der hat jetzt aktuell eine Studie rausgebracht, dass erstens Lockdowns Schwachsinn sind und nichts bringen.
Also, ich überspitze es mal, aber er hat es wirklich mit dem Team super ausgearbeitet. Also, wenn Sie Wissenschaftler sind oder da sich auskennen, unbedingt nachgucken. Ja, und jetzt muss ich mal kurz hier mich orientieren, geht gleich weiter. Ja, auf jeden Fall gibt es da noch eine Studie, die er schon letztes Jahr rausgebracht hat, wohl auch im Team, glaube ich, dass die Mortalität bei 0,23% liegt oder 0,23% aller Menschen, die also von dieser Erkrankung betroffen sind. Das ist ja eine sehr, sehr gute Nachricht, wirklich, die wir da haben. Eine sehr gute Nachricht, dass das wirklich keine schwerwiegende Erkrankung in dem Sinne ist. Natürlich ist es nicht außer Acht zu lassen und gefährlich und schwer. Das will ich nicht bezweifeln. Aber bei den Menschen unter 70 Jahren hat er sogar nur eine Mortalität oder eine Infection Fatality Rate von 0,05% ausgemacht. Also das ist eine richtig gute Nachricht. Das heißt, die Menschen, die jungen Menschen hier leiden wirklich zu Recht, ja, dass sie sozusagen in Sippenhaft genommen wurden und dass das einfach nur richtig, richtig krass ist, was da geschieht. Und Menschen sozusagen Kollektivmaßnahmen erleiden müssen, die nicht sinnvoll sind. Menschen machen ja gerne Verordnungen oder Maßnahmen mit, wenn sie diese auch verstehen. Ich habe aber auch von Leuten gehört, aus Bayern hat so ein Opa seine Enkel abgeholt nach 21 Uhr, Strafe 500 Euro, von der Polizei angehalten, knallhart durchgesetzt. Und solche Geschichten. Oder ein junger Mann mit seiner Freundin Anfang des Jahres am Hang wollte er Skifahren gehen. Und die Strafe belief sich da auf 7.200 Euro. Abgefahrene Sache, ja. Also das muss man erstmal irgendwie kognitiv auch noch verarbeiten können. Das ist einfach nur krank. 7.200 Euro, wenn das junge Paar dann sagt, wir haben aber nur 2.500 auf dem Konto. Also da fragt man sich ja wirklich, ob die irgendwie noch ganz dicht sind. Mit Sicherheit haben Sie auch gehört von den verschiedensten Drogendealern. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich gehe vielleicht doch lieber hier oben rum. Ja, vielleicht haben Sie gehört vom Görlitzer Park, also hier Berlin, Kreuzberg, Zentrumsnähe noch fast. Da werden ja sehr viele Drogen gehandelt, wo also auch Menschen mit ausländischer Herkunft sozusagen herumlaufen, von den verschiedensten Nationalitäten. Da kann ich mich ja jetzt schwer festlegen, aber wir wissen, sind einige davon natürlich nicht mit gültigem Personalausweis oder Papieren ausgestattet, die also bewusst da stehen gelassen werden offensichtlich und auch nicht ihrer kriminellen Straftaten behindert werden und hier also wir irgendwo kontrolliert werden und das Ordnungsamt mit der Polizei im Supermarkt patrouilliert und solche Geschichten. Das sind schon große Fragezeichen, die man sich da einmal stellen darf. Und das ist ja wirklich sehr, sehr fraglich, ja, dass da also kriminelle Machenschaften geduldet werden, statt dass die Polizei wirklich ihren hoheitlichen Aufgaben nachkommt und die Straftaten da vereitelt. Ich sehe darin nun wirklich keine harmlose Aktion. Alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die zum Beispiel auch, was ja gerne so als harmlos dargestellt wird, auch nur Gras konsumiert haben, waren alle schwerst seelisch abhängig und waren auch alle in Kontakt mit dem Rauchen, Nikotinsucht und waren auch alle aktiv am Trinken mit Alkohol und so weiter. Also das hat sich alles vermengt, das bedingt einander irgendwie. Und einige von ihnen, nicht alle, aber haben auch überlegt, mit Kokain oder härtere Drogen eben wirklich zu nehmen. Ja, also da sehen wir wirklich, das ist so eine Einstiegsgeschichte aus meiner Perspektive. Deshalb würde ich auch jeglicher Legalisierung da einen Riegel vorschieben und dagegen stimmen, wenn ich es denn könnte und kann. Aber ich finde, da ist einiges im Argen und da darf man ja auch drüber reden.
Wir haben freie Rede, ja, und das ist schon sehr, sehr wichtig. So, wo gehe ich jetzt rüber? Muss ich mal schnell den Weg finden, weil überall auch Leute rumrennen und ich habe keine Lust, mit denen hier sozusagen den irgendwie auf die Pelle zu rücken. Ja, genau, da ins Gespräch kommen und das Ganze würde ich gerne aufarbeiten mit den entsprechenden alten Texten, denn am Text zu bleiben, das ist... So, wir haben jetzt hier mal kurz die Seite wieder gewechselt, dass ich nicht so arg den Leuten auf den Keks falle. Aber ich weiß noch, wo ich bin, ja. Okay, ich darf hier nur nicht den Weg verlassen, was sonst eventuell nicht erlaubt ist. Okay, ja. Und das in der Arbeit an den alten Texten, worauf auch die Kultur basiert, wie Sie sicherlich wissen, die Universitäten gingen aus den Klöstern hervor und die Mönche haben sozusagen der wissenschaftlichen Arbeit auch beigeleistet. Und diese Zusammenhänge sind wirklich offensichtlich. Da müsste man ja wirklich dicke Tomaten auf den Augen haben, wenn man das nicht erkennen will. Und da will ich versuchen, an den Texten dran zu bleiben, weil diese natürlich einen selbst herausfordern und man da auch versucht ist, manchmal eigene Sachen darzustellen und so kann man eben wirklich herausgefordert werden, weil das nicht nur die eigene Meinung ist, ja, sondern sozusagen so ein Text auch immer wieder in sich selbst verstanden werden will. Und das ist eine Schwierigkeit. Und da erinnere ich mich gerne an ein nettes Jesuswort, dass er sozusagen den Gegnern sagte, oder warum erzählt er seine Reden und so weiter in bestimmten Gleichnissen, dass sie verstehen oder dass sie hören, aber nicht verstehen werden und dass sie sehen, aber es nicht erkennen werden. Ja? Also das war eine Gerichtsbotschaft, wenn man so will, für die religiöse Elite damals. Und da hat er das also in seinen Gleichnissen ihnen kundgetan. Und das ist natürlich auch ein Weg, Widerstand zu zeigen. Passiver Widerstand aus meiner Sicht jetzt. Und ja, dem Ganzen so nachzuspüren. Wird natürlich nicht einfach werden, aber da lasse ich mir gerne herausfordern. Und möchte in diesem Sinne noch ein paar dieser Videos hochladen. Also mich interessiert es jetzt zum Beispiel, aus dem Johannesevangelium, Jesus und die Ehebrecherin. Das würde mich interessieren, darüber mal zu sprechen. Oder ja, Paulus, seine Umkehr von Saulus zu Paulus. Das ist ja auch sehr spannend, ne, für heutige Zeiten. Wir haben ja Menschen, die ideologisch völlig verhärtet und festgefahren sind. Ja. Das ist ja schon spannend, wie da jemand so sich um 180 Grad gedreht hat. Und ja, solche Themen möchte ich gerne mal auffassen. Und mir ist bewusst, das ist eine Minderheitsmeinung und auch noch religiös, also darüber spricht man ja gar nicht. Man redet ja heutzutage freimütiger über irgendwelche sexuellen Praktiken und Erfahrungen, aber religiös, das ist noch so ein Tabuthema. Und daher dieser Kanal ja ohnehin schon sehr speziell ist und sich mit wirklichen Minderheitsthemen beschäftigt, wie dem Schnitzen, wo wir in so einer Millionenstadt nur noch eine Handvoll Leute haben, die das irgendwie betreiben. Das ist ja schon krass. So ähnlich komme ich mir auch in diesem Thema Religion und Glaube vor, dass es da wirklich, ich mich hier wie der letzte Mohikaner manchmal fühle, also in den Künstlerkreisen sowieso, da geht niemand mehr zur Kirche, ne? Das können Sie vergessen. Also da ist keiner mehr fromm und ich habe das auch schon als übergriffig empfunden, dass Leute nur, dass mein Kruzifix da als Modell an der Wand hing, das schon als Angriff empfunden haben. Jetzt das Fahrzeug vorbeilassen. Schon als Angriff empfunden haben oder den Raum gar nicht betreten wollten, obwohl das ja nur als Modell erstmal da hing. Und das ist schon abgefahren, ja. Also, dass manche Leute da sich gleich herausgefordert fühlen und das als Übergriff empfinden. So ist es ja nun
überhaupt nicht gemeint. Ja, da wird man hier natürlich auch eines Besseren belehrt, in einer atheistischen Stadt, wo auch die christlichen Gruppen und Kirchen sehr klein sind, nach meiner Einschätzung und Wahrnehmung. Und wenn ich das jetzt so sage, dass das gleich als Übergriff und Angriff empfunden wird, dann können natürlich sich auch Leute, die eher so atheistisch sind, vielleicht ein bisschen herausgefordert fühlen, mal diese Seite auch mit, ja, einfach wahrzunehmen, sich anzuhören oder so. Ich habe sehr viele religiöse Menschen schon sehr lange wahrgenommen und ich habe den Eindruck, das kann mein subjektiver Eindruck sein, dass eben auch, ja, so Atheismus wie so eine Religion praktiziert wird oder es eine große, starke Schnittmenge gibt zu so gewissen Themen. So, unser Autofreund steht genau hinter mir. Mal sehen, was er jetzt will. Ich hoffe, der hält da an. Okay, ja, das nehmen wir das auch so wahr als so eine religiöse Haltung auch zum Teil. Ohne das schlecht reden zu wollen, aber kann eben auch zu einer Ersatzreligion werden. Ja, also da muss man sich auch bewusst sein, dass das mal schnell passieren kann. Genau. Ja, deshalb, ich möchte einfach gerne ein bisschen über diese Texte reden. Fühlen Sie sich da nicht irgendwie von mir bearbeitet, sondern das ist einfach nur meine Art des Protestes oder des Bezuges zur Gesellschaft, was ich auch sehr spannend finde. Vielleicht kennen Sie den Herrn Dr. Johannes Hartl, katholischer Theologe, der also wirklich einen brillanten Vortrag über die aktuelle Krise gehalten hat. Warum finde ich das brillant? Weil er es eben schafft, wirklich auch da nicht zu sehr eine Seite irgendwie für sich zu beanspruchen, sondern so einen Mittelweg findet und auch die andere Seite mal beleuchtet oder seine eigene Meinung relativiert. Ja? Also das Relativieren der eigenen Meinung, sehr, sehr spannendes Thema, was wir heute kaum noch hören und worüber ich mich auch sehr wundere, dass die Regierung sich so darstellt, ob sie alles richtig macht. Und auch ich heute Morgen auf Facebook einen Kommentar gelesen habe, wo auch jemand also sich so völlig in der Wahrheit fühlte und die Corona-Kritiker mögen nun endlich erkennen, was da alles im Argen ist und was, wie schlimm das ist und so. Also das ist überhaupt nicht wissenschaftlich evident, ja, wie ich jetzt am Anfang ja auch eingeleitet habe mit Herrn Ioannidis, ne? Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht evident, auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 46 Studien, die die Schädlichkeit von Masken belegen, darunter das CDC, also das Äquivalent zum RKI in Deutschland. In den USA hat auch eine Studie darüber rausgebracht. Das kann man ja nicht einfach wegwischen oder gar nicht erstmal zur Kenntnis nehmen. Das ist abgefahren, wirklich. Und da hat man manchmal den Eindruck, man bewegt sich im postfaktischen Raum. Wobei das ja immer den Kritikern vorgeworfen wird. Aber mir scheint es so, als ob das überall der Fall ist. Ja? Genau, so. Also freuen Sie sich da über das ein oder andere Video von mir mit versteckter Botschaft. Nee, wo ist die Quelle sozusagen? Vielleicht ist Ihnen auch schon mal Theo Lehmann aufgefallen. So, jetzt muss ich mich wieder hier orientieren, nochmal hier rüber gehen. Also jener Chemnitzer Pfarrer, der 1985 in dem Sozialismus geweihten Stadt Karl-Marx-Stadt, heute wieder mit dem Namen Chemnitz, Jugendgottesdienste veranstaltet hat und dabei eben Tausende von Menschen hingekommen sind und bis vorne, wo er gesprochen hat, zu seinen Füßen saßen, in den Gängen überall alles überfüllt, die Volkspolizei das mit der Kalaschnikow abgeriegelt hat und er da über den Propheten Daniel gesprochen hat, also das allein nur vorzulesen, ja, das war sozusagen in der DDR schon richtig krass.
Also wenn man darüber gesprochen hat, dann musste man damit rechnen. Sie räumen einen gleich weg. Und so, das war auch sein Anspruch, dass er so gesprochen hat, wie dass sie ihn wegräumen können, aber immer am Text geblieben und den Bezug halt zum Evangelium hergestellt. Vielleicht mögen sie das lächerlich finden, kann ich auch verstehen. Aber ja, weil das eben auch starke kulturelle Bezüge hat und unsere Geschichte, finde ich das gar nicht so dumm und gar nicht so ohne. Und finde das eine gute Ausdrucksweise des stillen Protestes und dass man da auch mal über die Ecke denken muss und das auch eine Gerichtsbotschaft sein kann für Leute, die hier wirklich massivste Kollateralschäden verursachen. Wenn ich jetzt an meine Branche, die Künstler und Kreativen, denke, die darstellenden Künstler, also die sind doch am Ende, wenn das hier fertig ist. Die machen doch nicht wieder auf. Das geht vielen so, auch den Kneipen, den Künstlertreffs und so, und die wurden ja schon von offizieller Seite als nicht systemrelevant eingestuft. Also da gibt es jetzt hier mal einiges an Nachfragen und kritischen Momentum, was ich hier bringen möchte. Und das Ganze so aufbereitet, sie werden es sehen und sie werden es hören, aber nicht verstehen und nicht erkennen. Also das macht mir natürlich große Freude, da sozusagen in dem zu agieren, was ich jetzt irgendwie kann und worüber ich so ein bisschen Verständnis habe, um manches hier auf den Punkt zu bringen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis bald. Auf Wiedersehen.